Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge dazu. Mein Name ist Knorke und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich saß jetzt tatsächlich eine halbe Stunde hier. Ich habe noch nichts gemacht. Ich saß einfach eine halbe Stunde hier und habe hin und her überlegt, ob wir den goldenen Rand nach innen ziehen, ja oder nein. Und ich kam zum Entschluss, ja. Denn aus dem einfachen Grunde, wenn wir die Elemente später einfach kopieren, wenn wir dann hier richtig Meter gut machen, wenn wir hier alles fertigstellen in einer Folge, dann möchte ich gerne das so haben, dass ich den Rand auf jeden Fall in der Mitte habe. Nicht, dass ich nachher sage, ja, hätte ich mal den Rand eher gemacht. Ja, dann müssen wir den jetzt in den kompletten Brunnen entlang ziehen. Das wäre natürlich fatal. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, den Rand jetzt nach innen zu ziehen. Ist jetzt nochmal eine Folge, die nicht so ultra spannend wird. Gebe ich ganz ehrlich zu. Aber dann haben wir es wenigstens. Ne? Dann haben wir es wenigstens. Und warte mal, ist das eigentlich schon perfekt ausgerichtet? Ja, ist es. Oh krass, ich habe jetzt gerade gedacht, was ist das denn dann für eine Spiegelung da unten? Aber dann kam das Schild raus. Okay, so, wir drehen das einmal. Und ich hatte mir überlegt, wenn ich jetzt alle, pass auf, und zwar wirklich alle, ne? Warte, ich ziehe noch ein bisschen raus. So, wenn ich jetzt alle nach ganz rechts platziere, so, und das nächste auch wieder nach rechts, dann müssten wir doch theoretisch gesehen, oder sehe ich das falsch? Dann müssten wir doch theoretisch gesehen den perfekten Abschluss nachher kriegen, oder? Weil wenn ich jetzt zwei Elemente nebeneinander habe oder beziehungsweise sechs Elemente gruppiert habe, müsste das eigentlich nicht so klappen. Beziehungsweise, weißt du, was wir machen? Pass auf, jetzt sind wir richtig clever. Und zwar trenne ich das von der Gruppe und mache dann hier einmal das Element fertig. So, jetzt sind wir da schon mal durch. Und jetzt kann ich sagen, pass auf, jetzt drehen wir das einmal um 15 Grad. Und ich guck mal, ob ich das irgendwie richtig ordentlich platziert bekomme. Weil das wäre natürlich... Aber wir hätten in der Mitte anfangen sollen, ne? Wir hätten in der Mitte, glaube ich. Da war die größte Problematik letzte Mal. Aber warte, so. Ist das gut? Ja, ist gut, ist gut. So, jetzt sind wir sogar, guck mal, hier sind wir sogar auf der Fuge. Das heißt, ich würde das Ding jetzt einmal in die Mitte ziehen. In die Mitte, genau. Wir ziehen das jetzt einmal in die Mitte und dann können wir das nach... Warte mal, ich gucke mal, ob ich das genau so weit rausziehe. Ja, so müsste das passen. So, und dann setzen wir das nämlich hier hin, schön auf die Fuge. Und dann arbeiten wir von innen nach außen. Weil, wie gesagt, in der letzten Folge hatten wir, glaube ich, die Problematik irgendwo in der Mitte... Oder war das gar nicht die Mitte? War daneben die Mitte? Eins links neben die Mitte, kann das sein? Oh, das wäre natürlich doof. Das wäre richtig doof. Oh. Okay, warte. Ich brauche den blauen Pfeil einmal, bitte. Danke. So. Moment, da testen wir jetzt. Weil wenn das jetzt eins links war oder zwei links, dann haben wir natürlich ein Problem. Dann richten wir das danach aus. Ja, komm, mach mal. Hätte ich mal in der letzten Folge das schon so gelassen, ne? Dann hätten wir gar kein Problem gehabt, aber naja. Nee, der sieht auch gut aus. So, packen wir natürlich noch ein bisschen an. Ja, ein bisschen weiter nach rechts. So. Das läuft gerade zu gut. Ohne Mist, das läuft zu gut. Das macht mir ein bisschen Angst gerade. Haben wir denn jetzt einen anderen Abstand zu vorher? Könnte sein, ne? Da kommt der erste Glitch. Okay, war das schon so weit? Okay, warte. Dann müssen wir nach dem uns ausrichten, ne? Dann richten wir uns nach... Obwohl, warte mal. Ja doch, nach dem richten wir uns dann aus. Es sei denn, hier kommen jetzt noch mehr. Dann kriege ich eine Krise. Ist so. Dann kriege ich einen Ausraster. Also wenn... Nee, sieht eigentlich ganz gut aus. Ich meine, in der letzten Folge waren das zwei nebeneinander. Zwei Kacheln nebeneinander. Heißt... Aber bis jetzt sieht das eigentlich wirklich ganz stabil aus. Sagte er. Und, warte mal. Wenn wir den jetzt... Warte mal. Nach dem uns ausrichten, ne? Ich mache mir jetzt mal eine Markierung dahin. Ich glaube, das ist das Sinnvollste. Ich setze mir jetzt irgendwas dahin... Was mir zeigt, danach müssen wir uns ausrichten. Nehmen wir das hier. Setzen wir uns einfach dahin, ist ja egal. So. Dass ich weiß, aha, den habe ich am weitesten nach hinten gezogen.
Ich glaube, das ist am sinnvollsten jetzt gerade, dass wir uns die Markierung da setzen, tatsächlich. So. Nein. Ich sag mal so, die geraden Stücke, ne, die werden nicht das Problem sein. Da werden wir richtig schnell vorankommen. Oha. Okay, also müssen wir uns nach dem hier ausrichten. Sag mal, bin ich eigentlich noch im Pausenmodus? Ja, bin ich noch. Okay, dann werde ich diese Folge vermutlich noch im Pausenmodus verbringen, gehe ich jetzt mal ganz schwer von aus. Okay, warte. Müssen wir nach dem gehen? Weil der ist anscheinend am weitesten nach hinten, ne? Ja. Dann ist das der hier, nach dem wir uns ausrichten müssen. Oder ich schiebe das Teil jetzt so lang hin und her, bis wir... Warte mal, aber hier müsste eigentlich alles einfach gehen. Okay, was geht heutzutage schon einfach, ne? Sieht doch gut aus. Ja, dann haben wir das Teil gefunden, wo wir nach uns ausrichten. Und zwar ist es das hier. Oh, apropos die Ecken. Da habe ich mir auch Gedanken zugemacht. Pass auf. Ich habe da nämlich, ich hoffe, eine gute Lösung gefunden. Und... Warum? Okay, warte. Der war jetzt... Moment, dann machen wir den hier weg. Dann weiß ich, aha, nach dem müssen wir uns ausrichten. Weil das Problem mit der Ecke werden wir jetzt hier auch wieder vermutlich haben. Ja, haben wir sogar. Guck. So, nochmal ein bisschen verbinden. Hier ist gut. So, dann werden wir uns nach dem Element nämlich ausrichten. Obwohl, warte mal. Ja, doch. So, dann richten wir uns nämlich nach dem... Wie sieht das denn hier unten aus? Eigentlich ganz gut, ne? Eigentlich ganz gut. So, jetzt müssen wir das hier ausrichten. Ne, wir haben jetzt überall so eine kleine Ecke. Das heißt, wir müssen da ein bisschen... ein klein bisschen nachkorrigieren, ja. Ist ja jetzt nicht so... Oh, hier ist viel. Oh, hier ist echt viel, ne? Das Gute ist, dass wir jetzt hier 6 Elemente drin haben, dass wir die auseinanderziehen können. So. Na. So. Weil dann ziehen wir das hier. Ah, toll. Ich habe genau das Falsche markiert. So, jetzt richten wir, ziehen wir die einfach nur ein bisschen raus. So. Einfach verlängert. Siehst du? Deswegen haben wir modulares Bauen angewendet. Moment. Werden wir das jetzt überall haben, das Problem? Eigentlich schon, ne? Weil wenn wir weiter nach innen ziehen, werden die Ecken größer. Na gut, aber wir brauchen ja nur das hier nach außen ziehen, ne? So, ein klein bisschen noch nach innen. Schön bündig, sehr schön. Dann haben wir hier... Ja, hier haben wir... Ja, hier müssen wir auch nochmal rausziehen. Aber es sind, glaube ich, nur die Außenteile, ne? Wenn ich das richtig sehe. Okay, müssen wir kurz noch ein bisschen nach links. So. Weil die Innenteile, die haben ja einen kleineren Abstand, müsste ja sein, ne? Wenn ich das richtig habe. So, schauen wir mal. Sieht doch ganz gut aus. Hier haben wir auch denselben Abstand überall. Perfektomento. Und ich werde nachher richtig froh sein, wirklich, wenn...
Oh, warte. Moment. Moment. Können wir fixen? Ich hoffe, dass wir das noch gefixt kriegen. Ach, das sind gar nicht die Teile, ne? Was ist das hier? Wo habe ich denn da? Hä? Ach, das sind beide sogar? Krass. Okay. Dann müssen wir das jetzt hier ein bisschen anders machen. Kriegen wir das so rausgezogen? Nee. Kriegen wir das... Eins ist es halt wirklich so. Ich guck mal kurz hier, wie das dann aussieht. Hier ist eigentlich gut. So, das heißt, wir haben hier ein Problem. Dann mache ich hier ohne Raster. Dann machen wir hier Freestyle. Das wird jetzt ein bisschen aufwendiger, aber dürften wir eigentlich hinbekommen. Genau so. Ha! Ja, okay. Habe ich hinbekommen. So, dann sind wir noch ein bisschen weiter. Wie gesagt, nächste Folge geht es dann richtig ab. Da werden wir dann noch weiter natürlich noch andere Sachen machen. Aber jetzt ist halt wieder so eine Folge. Ja, die ist halt nicht ultra spannend. So. Aber muss halt auch gemacht werden. Und ganz ehrlich, sieht wesentlich besser aus mit den beiden Goldrändern. So. Und später werden wir auch über die Situation lachen. Ne, später werden wir auch sagen, hahaha, guck mal, was wir an Zeit vergoldet haben da an den goldenen Rand. Okay, warte mal, jetzt sind wir aber... Okay, dann muss ich die jetzt doch rausziehen. Ja. Gut, mit der... Hätte ich vielleicht vorher machen können, ne? Mit der stufenlosen Kippung. Hätte ich machen können. Aber Henriette goldene Kette. Hätte Fahrradkette. Nicht dran gedacht. Sag mal, habe ich das schon perfekt ausgerichtet? Nicht ganz. So, den ziehen wir jetzt ein bisschen raus. Warte. So, und ein bisschen raus. Perfekt. So, jetzt sind wir gleich schon durch. Ging ja doch schnell. Pass auf, und jetzt haben wir irgendwo hier zum Glitch. Das wäre natürlich, ja, Genickbruch. Das wäre richtig Abfuck. Eins. Sieht gut aus. Daumen drücken. Zwei. Richtig Daumen drücken. Oh ja, das hat sich gelohnt. Oh ja. Aber sowas von. Dich brauche ich nicht mehr. Du kannst weg. Pass auf. Und zwar die Ecke. Da hatte ich ja gesagt, da habe ich mir eine Lösung durchdacht. Und zwar würde ich einfach das Element hier ein bisschen rausziehen. Dann haben wir hier jetzt nur noch so ein kleines Teil, ne? So eine kleine Ecke, aber das ist okay. Weil die ist geschlossen. Ja? Deswegen, da sehe ich jetzt keine Problematik. Warte. So, jetzt ist sie komplett geschlossen. Ne? Da sehe ich jetzt absolut keine Problematik. Okay. Der hat schon ein bisschen Schweißausbrüche, aber
Glück gehabt. So, warte, jetzt mach mal. Jetzt war da unten wieder so ein Fitzelchen. So. Und hier würde ich das gleiche machen. Ne, dann haben wir halt so eine kleine. Also, so eine kleine Ecke. Aber ich gucke jetzt. Was ist das hier? Hä? Was ist das hier? Ah, Wasser. Hä? Ne, kann ja nicht. Ja, was ist das? Ist das Wasser? Moment. Nee, aufgefülltes Wasser hat man gesagt, ne? Ne, ist weg. Mist, jetzt habe ich nicht geguckt. Ah, der Farbton. Okay. Wasser auswählen. Azur hatten wir. Okay. Azur. So, machen wir hier weg. Aufgewühltes Wasser. Dann sagen wir Gelände. Wasser. Und Azur. Das hat schon wieder. Was ist das? Verschwindet das nachher noch? Ich hoffe. Weil das wäre nämlich doof. Das nervt mich jetzt gerade, ne? Diese Fitzelchen da unten. So, ein bisschen weiter. Gleich geschafft. Gleich geschafft. Ach komm, die Seite ging jetzt richtig schnell. So, und das Schöne ja ist ja auch noch, wenn wir nachher die ganzen Elemente, also nicht die hier oben, sondern einfach die ganzen Elemente kopieren. Wieso ist das hier so komisch? So ist besser. Wenn wir die ganzen Elemente hier kopieren, ne? Das, den Halbkreis, dann, oder eher gesagt die drei. Ne? Wenn wir die drei hier kopieren, dann, das geht ultra schnell. Eins, was wir dann noch machen müssen, ist halt anpassen. Ne? Wir müssen dann halt wirklich ein bisschen anpassen in Form von den Fliesen und den Umrandungen. Aber das wird, denke ich mal, kein großer Akt werden, sagte er und braucht schon 20 Folgen für einen Brunnen. Na gut, aber es ist ein einmaliges Projekt, ne, gerade. Ich finde, der Aufwand hat sich gelohnt. So, jetzt kommt hier noch die Ecke hin. Na, so. Warte mal, wenn wir das... da ziehen. Ne, dann ist es zu weit, ne? Und bis hier ist auch zu weit. Da hätte man einen besseren Abschluss. So sähe das besser aus, finde ich. Ja, so sieht das wesentlich besser aus. So, die Ecke ist auch geschlossen, kann kein Wasser eintreten. Ne? Also da bin ich absolut mit zufrieden, mit dieser Ecke. Hat ja mal was funktioniert, was ich mir so vorgestellt habe. Ja, sieht aus wie so ein Tunnel hier, ne? Aber was ist das hier? Das nervt mich gerade richtig, ne? Wasser weg. Ist wieder da. Ruhiges Wasser ist auch. Ja gut, müssen wir mal gucken, ob das nachher verschwindet. Ob das jetzt einfach nur ein Glitch ist von irgendwas. Ne, das war hier halt die Umrandung noch nicht fertiggestellt haben, kann natürlich sein.
Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge bauen wir den Brunnen fertig. Hier unten? Ja, da habe ich schon umgefärbt, genau. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge bauen wir den Brunnen fertig. Rückenkratzer für die Tiger, ist ja klar. Ja, dann nächste Folge, wie gesagt, kopieren wir und stellen ihn fertig. Hoffe ich, denke ich. Müsste eigentlich. Mal schauen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.